Hey, ihr verrückten Falter, ein neues Jahr hat begonnen und jetzt gibt es endlich ein neues Tutorial für meine schwarze Kobra. Ja, was braucht ihr? Ihr braucht einen langen Papierstreifen und zwar im Maß ein Teil breit und 20 Teile lang. Ich würde euch empfehlen, 5 cm breit zu nehmen und 1 m lang. Allerdings könnt ihr es auch größer üben. Ich nehme jetzt zum Zeigen einen breiteren Streifen, einfach deswegen, weil es dann besser zu erkennen ist. Allerdings lässt sich das in der Größe am Ende schlechter ausformen und sieht auch in kleiner besser aus. Gut, dieser Streifen ist jetzt 8 cm breit, aber er wird von der Länge her zu kurz sein. Also das wird keine lange Schlange werden, weil ich einfach kein längeres Papier als 100 cm habe. Gut. Als erstes. Erstmal sterben. Als erstes faltet ihr eine Diagonale an einer Seite. Faltet das wieder auf. Dann faltet ihr an dem Ende dieser Diagonale ein Quadrat drüber. Dann dreht ihr das Ganze um und faltet ein weiteres Quadrat drüber. Dreht das Ganze wieder um und faltet noch ein halbes Quadrat, grob geschätzt. Ihr könnt das hier oben so ein bisschen gucken. Das ist nicht so ganz wichtig, dass das ganz genau wird, nur ungefähr. Dann öffnet ihr das wieder. Könnt das nochmal nachfalten, dass ihr 2,5 Quadrat habt. So, jetzt geht ihr zu der anderen Seite von der Schlange. Ne, gar nicht. Das tut ihr nicht. Ihr halbiert das Papier einmal in der Hälfte. Dann faltet ihr das wieder auf und faltet die Kanten zur Mittellinie. So, ihr dreht das Papier wieder so, wie es am Anfang war. Hier sind eure 2,5 Quadrate. Und auf der rechten Seite faltet ihr jetzt zwei Dreiecke zur Mitte. Und dann nochmal erneut die Kanten zur Mittellinie. So, als nächstes dreht ihr das Papier einmal um. Geht wieder an die linke Seite und faltet die äußeren Linien, die ihr habt, an die Mittellinie.
So, einmal umdrehen und ordentlich nachfalten. So, jetzt geht ihr wieder an euer Kopfende mit den 2,5 Quadraten und öffnet das Ganze. Ihr habt jetzt hier in der Mitte 2 Bergfalten, also in der Mitte habt ihr eine Talfalte, aber daneben habt ihr 2 Bergfalten. Und auf der Seite, wo diese 2 Bergfalten sind, auf diese Seite klappt ihr eure 2,5 Quadrate drüber. Jetzt drückt ihr das Ganze erst einmal flach. Und kehrt die Falten so um, dass das Ganze übereinander zu liegen kommt. Also die untere Lage ist schon richtig und die obere Lage, diese 2,5 Quadrate, müsst ihr noch umkehren. Dann ist das Ganze hier so ineinander. So. Moment. Jetzt dreht ihr das Ganze wieder um. Ihr habt jetzt so eine Form von oben, von der Seite. Und ihr faltet hier von der Mitte die Dreiecke so weit wie das geht um. Dann faltet ihr das wieder zurück, kehrt die Dreiecke nach innen um und klappt das hintere Teil hier nach hinten. Wenn ihr von der anderen Seite guckt, sieht das so aus. Jetzt faltet ihr das Ganze wieder auf. Löst den Streifen hier wieder. So, und dann dreht ihr das Ganze so, dass ihr hier in der Mitte eine Bergfalte habt und daneben 2 Talfalten. Jetzt macht ihr alle Falten um das Quadrat herum zu Bergfalten. Und um das andere auch. Und kehrt hier die Talfalten wieder zu Bergfalten um. Und die Bergfalten zu Talfalten. So, jetzt macht ihr hier die Quadrate
schiebe das Ganze zusammen. Dass das so aussieht. Also. So. Jetzt dreht ihr es auf die Seite, dass hier dieser kurze Teil ist. Und öffnet hier die beiden Lagen und faltet die obere Lage nach unten und klappt das wieder zusammen. So. Als nächstes faltet ihr. Ihr habt hier die Linien von dem ersten Quadrat, das hier ist das erste Quadrat vom Anfang und das ist das zweite Quadrat. Und ihr habt hier und dort eine Linie. Und ihr faltet diese Linie auf diese Linie. Als nächstes faltet ihr hier ein Dreieck zur Mitte und auf der anderen Seite auch. Dann kehrt ihr die beiden Dreiecke nach innen um. Aber ohne diese Spitze. So. Als nächstes faltet ihr den äußeren Streifen hier drüber und dann hier drunter, genauso mit dem anderen. So. Jetzt habt ihr hier einen Knick vom Anfang. Dort faltet ihr die Zunge nach vorne runter und faltet den Unterkiefer nach oben. So. Als nächstes öffnet ihr das hier nochmal? Nee. Ihr faltet von hier unten, von dem Ende hier dieser Kante bis zu der Spitze. Packt das hier drunter. Der anderen Seite genauso. So, jetzt habt ihr hier vorne die noch zwei Ecken, die faltet ihr wieder nach oben, wieder auf und dann, Moment, dann halbiert ihr diese Ecken von der Spitze an. Und drückt sie so flach.
damit ihr die Zähne bekommt. So. Wenn ihr das habt, dann weiß ich auch nicht weiter. Nein. So, als nächstes faltet ihr. Ihr guckt euch die Zunge von der Seite an, wo ihr hier die offene Lage habt. Und faltet von innen die Dreiecke nach außen. Und wieder zurück. Dann versenkt ihr die Dreiecke zur Seite hin. Und klappt den hinteren Teil nach hinten. So. Jetzt halbiert ihr hier von der Spitze an die Dreiecke. Und faltet die Kanten zur Mittellinie. Und zwar bis, so dass das hier an der Kante dann ausläuft. So. Wenn ihr dünneres Papier habt, könnt ihr das auch noch dünner machen, die Zunge. Allerdings müsst ihr es dann am Ende mit MC irgendwie stabilisieren. So. Wenn ihr das habt, guckt ihr hier auf die Oberseite des Kopfes und zieht die Lagen auseinander. So. Dann faltet ihr hier unter dieser Linie, so ein Stück darunter von der äußeren Linie, eine Talfalte hier so schräg runter. Und auf der anderen Seite auch. Dadurch entsteht dann vorne so eine Krümmung. Und wenn ihr das habt,
faltet ihr hier noch hier unten irgendwo beginnt eine Schräge, die dann hier unten zur Mittellinie führt. Ich kann das alles irgendwie sehr schlecht in der Luft falten, deswegen stelle ich mich hier gerade ziemlich dämlich an. Aber ich will ja, dass ihr es halbwegs erkennen könnt. So, wenn ihr das habt, faltet ihr die Kanten komplett zur Mittellinie. So, und macht hier noch ein bisschen die Krümmung. So. Jetzt kommen noch die anderen Zähne. Ihr klappt hier diese Spitzen nach unten. Und dann ein Stückchen weiter wieder nach oben. Also nicht an der gleichen Stelle, sondern an ein klein bisschen weiter. So, und dann faltet ihr hier wieder die so zusammen, dass dort der Zahn entsteht. Ich hoffe, man kann das erkennen. So. Wie ihr hier mit dem Kopf verfahrt, müsst ihr selbst gucken. Wenn ihr Elefantenhaut oder so genommen habt, dann könnt ihr das Ganze mit Wasser ein bisschen ausformen. Ihr könnt das natürlich auch, wenn ihr da kein Problem mit habt, mit Kleber hier drin fixieren. Ich würde das ja nicht machen, aber manche Leute machen das ja. So, und könnt das noch so ein bisschen knicken, dass das halt zusammenhält. Und die Zunge könnt ihr ein bisschen biegen. Aber da müsst ihr halt gucken, dass ihr das richtige Papier findet, dass ihr es eventuell mit Wasser ausformt oder mit MC und in die richtige Form bringt. So, ihr dreht es mit der Unterseite nach oben, halbiert hier den Schwanz und bringt den Oberkörper somit hier ein bisschen nach oben. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Ich wollte ja eine Kobra entwerfen, die möglichst schnell zu falten geht und nicht so lange dauert und sehr einfach ist. Wenn ihr es ganz einfach mögt, dann könnt ihr dieses ganze Schwanzteil hier jetzt entweder mit MC oder mit Wasser halt nass machen und dann einfach in Wellenlinien bringen oder halt in Kreise. Wenn euch das zu einfach ist, dann ist die zweite Möglichkeit, dass ihr jetzt von unten öffnet und hier einmal umkehrt. So, dann kommt das Ganze wieder, dann dreht ihr das Ganze um und kehrt
hier wieder einmal um. Dreht es wieder um. Und so macht ihr das den ganzen Schwanz entlang. Ah, die Hälfte. So, und dann war's das auch schon. Jetzt müsst ihr nur noch versuchen, das Ganze in Form zu bringen mit Wasser oder Kleber oder was auch immer. Und dann war's das. Ihr seht hier, von der Schlange ist der Schwanz jetzt nicht sonderlich lang, weil das Papier halt von den Proportionen nicht richtig war. Also 1 zu 20 sollte das Papier schon sein. Natürlich, wenn euch das als kurzer Körper reicht, ist das natürlich auch okay. So, ich hoffe, euch hat das gefallen und ich hoffe vor allem, man konnte das erkennen. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Das werde ich dann nachher im Video sehen. Gut, derjenige, der mir als erstes ein Ergebnis von dieser Schlange zukommen lässt, ein Foto oder ein Video oder wie auch immer, der kann sich ein Tutorial zu einem meiner Modelle wünschen. Egal welches Modell, Hauptsache eins von meinen. Und dann wird das gemacht. Ja, das war's von dem Tutorial. Ich wurde noch gefragt, ob ich alle meine Figuren aufhebe und meine Wohnung deswegen total vollgestellt ist mit Origami. Ich denke, wer viel Origami faltet, kennt das Problem. Ich habe hier ständig haufenweise Zeug rumzustehen und versuche das möglichst zu verschenken oder teilweise meine eigenen Sachen zu verkaufen. Und hebe eigentlich nur die Sachen auf, die mir besonders gut gefallen. Ich kann euch das ja mal zeigen. Ich muss eben die Kamera abmachen. So. Da habe ich zwei Orte. Einmal hier in meiner Vitrine stehen die Sachen. Moment. Stehen die Figuren, die ich eigentlich ganz gerne mag, die mir ganz gut gefallen. Hier die Ratte von Giselle und da von Kate-chan das Alien, der Nazgul von Jason Ku, von Robert Lang, der Kranich von Le Tourn, der Werwolf von Quentin Trollip, der Gemsbok von Quet, der das Pferd, da hinten ist der Zwerg von Joyzelle, mein kleines Rotkäppchen, der Hahn von Joyzelle, ein Ancient Dragon, wobei einer der ersten, die ich gefaltet habe, der ist eigentlich nicht so toll, der Löwe von Camille. Das ist ein kleiner Elefant von Federico Scamballa, den er mir geschenkt hat. Dann noch der Dobermann von Ares Alanya, glaube ich. Und da hinten der Chocobo. So. Und dann habe ich hier noch mein Regal. Da oben ist meine Friedenstaube. Und meine Eleganzgänse. Ein Büffel von Jiang Din. Hier unten ist mein Regal mit meinen neueren Modellen, die nass gefaltet sind.
die Mutter mit dem Kind. Der Blick in den Himmel. Die beiden, die zusammengehören. Hier ist eine kleine Studie von Jiang Dun und die Feder von Quet. So, hier unten ist noch mein komisches Wirbelteil. Die Springmaus. Und Rosen von Win. Haha. Ja, ansonsten steht hier eigentlich nicht viel bei mir rum. Das ist so das meiste. Und, ja, wie gesagt, ich hebe immer nur die Sachen auf, die mir am besten gefallen, und alles andere versuche ich irgendwie loszuwerden. Und das wechselt eigentlich immer ständig. Gut, ich hoffe, ihr habt das Video angeguckt. Das macht Sinn. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und man sieht sich.